Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Hier seht ihr jetzt die Gondel, die gute. Jetzt ist halt hier Gondel fertig. Man sieht hier halt das Dach. Hier sieht man die Front mit der Welle. Ja, ich weiß, ich habe es nicht schön ausgesägt. Musste ich halt mit einem Bohrer machen und hier sieht man dann halt auch gerade das Kugellager innen drin. Hat jetzt auch schon gesehen hier, wenn man das jetzt aufklappt, das ist innen drin. Da sieht man halt die beiden Bocklager. Erste und zweite. Ja. Und ich muss jetzt noch ein bisschen was dran machen. Hier sieht man noch, wie dies dann festgeschraubt wird am Turm. Ja, ich muss jetzt hier nämlich, weil man sieht es ja vielleicht schon, das ist nicht ganz zu. Hier, das bleibt nicht ganz zu, da ist noch ein Schlitz offen, deswegen habe ich hier noch so einen Verschluss. Das Gegenteil, was das dann halt so festhält. Und das muss ich jetzt nochmal hier befestigen. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Teil oben befestigt habe. Benutzen dafür werde ich jetzt diese Schrauben hier. Ich weiß gar nicht, was das für welche sind. Ja, ich würde gerne Sechskantschrauben benutzen, die ich hier schon benutzt habe, aber die Löcher sind zu klein. Wenn man das hier sich mal anguckt, da passt die andere Schraube nicht mal durch. Deswegen mache ich das jetzt mit so kleinen Schrauben hier. Dürfen natürlich auch nicht so lang sein, aber anders geht's nicht. So, jetzt habe ich hier die erste Schraube drin. So, nachdem ich einen doofen Fehler gemacht habe, ja, hier beim Verschluss, habt ihr ja im Video gesehen, habe ich ja die reingeschraubt, aber ich habe hier genau auf die Wand gebohrt und dann nicht mal aufgekriegt. Ach gut, jetzt habe ich die ein bisschen schräg gebohrt. Jetzt passt das auch. Ja, jetzt ist der Verschluss hier dran und jetzt kann ich hier einfach das Ding draufklicken und da jetzt noch ein Schlosstor machen oder einfach so lassen und das ist jetzt, wie man sieht, zu. Gut, jetzt werde ich nochmal nach der Windfahne gucken und dann nochmal ein paar Schrauben festziehen. Ja, längere Zeit später jetzt. Habe hier ein Loch gebohrt für die Windfahne. Ja, das passt nicht. Da muss ich von zu Hause ein anderes Mal einen Stufenbohrer mitnehmen. Dann mache ich das mit einem Stufenbohrer. So, aber für heute erstmal Schluss. Ihr hört ja auch im Hintergrund. Ja, hier fahren zwei Traktoren und ja, es geht jetzt sowieso nicht weiter. Hätte gern weitergemacht, aber ich habe halt keine Stufenbohrer hier. Muss ich von zu Hause mitbringen. Habe ich welche. Und dann passt das. Dann kann ich die Windfahne ja hier oben dran bauen. Weil wenn ich es halt an die Seite mache und es aufklappe, haut es immer dagegen. Und das ist blöd. Deswegen, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Lasst einen positiven Kommentar da. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Immer noch nicht der letzte leider. Ja, und wir sehen uns dann. Ciao.